failed me for the last time. Willkommen zur Star Wars Show. Star Wars Show Deutsch. Star Wars. Knappe 40 Tage. Ja. Genau, muss ich genau gucken. Ja, 40, 45 Tage, 45 Tage, E8, Episode 8, The Last Jedi, der letzte Jedi. Und dann sitzen wir alle im Kino. Zuerst sitzen wir aber vor Netflix, meine sehr verehrten Damen und Herren. Netflix, jawohl, Netflix, der Serienabruf-Channel für wenig Geld. Ach herrlich, ich freue mich gleich nach den Dreharbeiten wieder auf einem Streaming mir auszusuchen. Letzte Woche wirklich morgens früh um 8 Uhr angefangen, abends glaube ich, was war das, 22 Uhr zu Ende, die gesamte Staffel Sherlock Holmes geguckt. Davor natürlich erst die Staffel auf dem Samstag komplett Destroyer Star Trek, die neue Star Trek Sache bei Netflix mir angeschaut, ist klar. Ach herrlich, es macht so viel Spaß, einfach programmieren und Fernsehen zu gucken. Deswegen ARD, ZDF, WDR, wer sieht das schon? Habe ich gestern noch die Kollegen von der Buchhaltung gefragt. Hör mal, schaust du überhaupt ARD, ZDF, WDR? Wenn es die heute schon nicht gäbe, fällt mir dazu nichts ein. Ja, ist halt so. Also ARD, ZDF, WDR sollte sich auch mal so langsam umändern. Das ist alles nicht mehr so zeitgemäß, was da so abläuft. Da ist Netflix zehnmal besser. Da macht Netflix richtig Spaß. So, Netflix hat auch noch Star Wars. Werde ich mir vielleicht nach den Dreharbeiten jetzt, nach den Längen, sehr langen Wochenende, gut, Sonntag ist noch offen. An alle Kunden, die zufälligerweise die Sendung sehen, vor allen Dingen den jungen Zuschauern, den jungen Kunden, euer Medienkanzler, euer Captain Rex und so weiter, wird sich vielleicht ein bisschen verändern im Jahre 2018. Schauen wir mal, eine schöne Sendung. Wir versuchen ja auch einer Kundin zu helfen, die da in einer Stromfalle geraten ist, die richtig abgezockt worden ist. Ist nicht so einfach, da zu helfen, weil ARD, ZDF ist ja schon voll und die anderen machen ja auch schon mit, sogar der Bayerische Rundfunk hat also auch schon Beiträge. Geht bitte bei YouTube, wenn ihr Ärger habt, dafür haben wir ja YouTube, geht da rein, schaut es euch an. Ihr müsst jetzt nicht unsere Sendung sehen, meine Sendung auch nicht, sondern einfach euch informieren. Ihr informiert euch bei YouTube und schaut es euch an oder halt im Internet. Wenn ihr ein Streaming-Verfahren habt, sagen wir mal Google TV oder so, da könnt ihr ja das Ganze ja auch streamen. Also die tollen Serien werden immer so schön auf einem schönen großen Monitor gestreamt und dann wird sich zurückgelehnt. Dann hat man sein Popcorn-Kino, da macht unheimlich viel Spaß. Wie gesagt, Star Wars ist ja auch da, man kann also Star Wars rein. Hubert und Staller ist sogar da, deswegen, ihr braucht da noch ARD. Rosenheim-Cops habe ich bei Netflix leider noch nicht gefunden. Könnte sein, dass die Rosenheim-Cops ja irgendwann auch mal bei Netflix als Serie, wer weiß. Gut, wenn man jetzt demnächst alles bezahlen muss, ist es ja nicht so einfach für die etwas, die nicht so viel Geld überhaben, den mal eben eine Karte kaufen von 25 Euro, 2 Monate kann man dann kurz sehen, dann hat man zwar noch ein bisschen Rest über, aber wenn man neu ist bei Netflix, hat man ja schon mal 1 Monat gratis, ja, 1 Monat gratis. Und dann kann man, wie gesagt, so eine Codekarte einsetzen, dann kann man halt gucken, wann man möchte und ansonsten kann ja jeder dann selber handeln, wie er es möchte. Es ist schade, dass Walt Disney das jetzt auch will. Walt Disney will jetzt auch unbedingt ein Bezahlfernsehen da auf den Weg bringen, wo man dann eine Karte kaufen muss, um dann Walt Disney Sachen zu sehen, wie Star Wars zum Beispiel oder Karibik. Ja, also ist da nicht so prickelnd. Immer nur noch bezahlen. So, wir haben Weihnachten 2017, diesmal auch einen Heiligabend, dann Montag und Dienstag. Somit auch ein wahnsinnslanges Wochenende für diejenigen, die samstags auch zu haben, so wie wir. Wir haben samstags zu, das wäre wunderbar. Wir haben zwar gerade einen Antrag bekommen, ob wir sonntags nicht öffnen wollen. Meine lieben Freunde, Heiligabend 2017 bleibt hier zu. Vielleicht machen wir eine schöne Sendung, eine schöne weihnachtliche Sendung. Das auf jeden Fall, in einem Studio kann man ja immer. Da kann man auch direkt eine Fete feiern und so, wer Lust hat, kann vorbeikommen, können wir alles machen. So,
Ich möchte mich total recht herzlich bedanken an alle, die an dem sogenannten Stammtisch, Star Wars Stammtisch, beteiligt waren. An alle Kunden und Gäste, die hier sich die Figuren angeschaut, die Bilder angeschaut, die Künstler, die dafür gearbeitet haben, um diese Bilder überhaupt auf den Weg zu bringen. Wir haben auch einen Kundenauftrag erstellt, Wiki haben wir fertig gemacht. Jetzt gleich wird der große Wiki fertig gemacht, hier aus der Star Wars Sache, die Ewoks. Ja, so und wie gesagt versprochen, auch an den Zuschauer, die Sachen sind fertig, können abgeholt werden im November, der ist ja jetzt bald. Wir verabschieden jetzt hier in dieser Sendung den Oktober, den Star Wars Oktober. Wir haben gerade noch einen Trailer von Star Wars uns angesehen. Wir sind und bleiben Star Wars Fans der ersten Stunde, leider aber auch schon seit 1966 Star Trek Fan. So, Star Trek Fan. Ihr seid hier in meiner Idee des Medienkanzlers seit 1969 im Daten Highway. Ihr seid total recht herzlich willkommen im Daten Highway. In diesem Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen werden Daten gesammelt, Daten geordnet, Daten weitergegeben an den, der diese Daten unbedingt braucht. Und die sind geschützt und sie bleiben auch geschützt. Auch wenn wir jetzt einer Kundin helfen, die in eine Stromfalle geraten war und immer noch ist, wir werden uns als Zeuge zur Verfügung stellen, weil wir haben wirklich so viele Daten gesammelt darüber, da stimmt wirklich was nicht. So, es wird Zeit, dass wir Rebellen von Star Wars auch Realrebellen werden. Meiner einer als Captain Rex steht zur Verfügung, um die Rebellion anzuführen. Als Medienkanzler macht das auch, versteht sich. Auf diesem Weg geht es auch nach Quer BR in München, die dort die Sendung Quer produzieren. Einfach eine tolle, ein tolles Magazin für den bayerischen Raum. Sowas haben wir hier in NRW leider noch nicht. Euer Medienkanzler ist nun mal hier in NRW, ist nun mal in dieser Kulturhauptstadt 2010, nun die grüne Hauptstadt der Stadt Essen. Und ja, ich habe auch gerade einen Antrag bekommen. Ich habe den Antrag weitergeleitet, vielleicht einer sogenannten Postdienststelle. Wäre auch nicht schlecht, eine Postdienststelle. 1000 Meter weiter haben wir die Postbank, die sich tierisch freuen würde, wenn meiner einer die Postdienststelle übernehmen würde. Ich vermute, wird nicht klappen, aber ist nicht so schlimm, weil 1500 Meter weiter schließt nämlich eine Poststelle. Ja. Eine Poststelle mit einem Game Shop, mit diesen kleinen Gameworks, ja, Gameworks Figuren, der schließt, die Postdienststelle schließt und man hat mir dann gefragt, mir angetragen, ob ich nicht übernehmen möchte. Ich habe die Frage weitergeleitet, ob ich eine Antwort bekomme, weiß ich nicht. Sollte ich eine Antwort bekommen, seht ihr demnächst hier eine Postdienststelle, wo dann euer Medienkanzler dann solche Videoclips auf den Weg bringt. Postdienststelle mit Netflix, noch besser geht's gar nicht. Und dann hier in diesem Copy House, Englisch Copy House, und in dem Medienhaus, hier, Medienhaus, Copy House oder Postdienststelle und Netflix, Hammer. Und dann noch Film, Foto, Produktion, die auch noch fürs Web-TV gemacht werden. Also Roundabout Industrie 4.0, ja, auf dem Datenhighway hier, in dem Datenhighway Kiosk, absolut für euch da, absolut auf dem Weg bringend haben wir das vor. Jetzt, wo die zum ersten Mal im Jahr 2017 wir E8 erleben werden, dann Heiligabend zu Hause sein können, ja, nicht arbeiten müssen. Ich plädiere dafür, dass der Heiligabend, so wie der Lutherfeiertag, alle 500 Jahre, der Heiligabend auch ein Feiertag würde. Der Heiligabend als Feiertag. Das wäre super, mal schön zu Hause bleiben, mal wieder Familie sein, von mir ist auch Single sein, mal tun und lassen können, was man möchte. Das wäre super. Man könnte ihn ja, ne, geht leider nicht, weil Schaltjahre und so weiter und so fort. Aber der Heiligabend wirklich zu wäre. Das wäre auch eine schöne Sache. So, eine runde Sache, diese Sendung jetzt hier auf den Weg gebracht ist für alle Zuschauer online, für alle Kunden, die hier real vorbeikommen zum Medienkanzler oder zum Captain Rex in die sogenannte Star Wars Lounge, die sich jetzt so langsam auflöst, weil alles super günstig wird.
Es wird alles super günstig, kommt rein. Wir werden ziemlich günstig sein, jedenfalls günstiger wie Amazon. Ja? So, wenn das dann hier alles nicht mehr ist, wenn das alles seinen Weg in die Stuben, Geschenkstuben, denkt an Star Wars. Wie gesagt, ne? Macht jemand eine Freude, der wirklich Star Wars mag. Wir arbeiten dran, wir wollen tolle Sachen damit machen, mit diesen Star Wars Sachen, die dann exklusiv anbieten, weil es die nämlich dann nur hier gibt. Hier wird es das geben, diese specialige Star Wars, vielleicht sogar Star Trek, weil wir auch viele Trekkies haben, ja. Wir haben die Cosplayer, wir haben die DC, also ja, die Comic-Fans, die auch vor laufender Kamera arbeiten und alles. So, an alle Kunden, wir können natürlich nichts verleihen, das geht nicht. Wir können auch nicht für umsonst arbeiten, das geht auch nicht. Wir werden auch nicht mehr samstags öffnen, wir werden auch nicht sonntags öffnen. Weder samstags, weder sonntags werden wir öffnen, da nur wir am Samstag und am Sonntag hier im Studio drehen, um eine tolle Sendung auf den Weg zu bringen. Können wir jetzt natürlich nicht noch mit Publikumsverkehr arbeiten, haben wir zwischendurch mal gemacht, ist okay, weil manche brauchen halt, bis sie hier ankommen, dann kann man halt sagen, okay, machen wir den Job so lange auf, bis alle Schauspieler, alle Komparsen oder Akteure da sind, dann schließen wir den Job und dann drehen wir, arbeiten wir. So, das ist im Jahr 2018, jetzt verabschiede ich das Jahr 2017, weil es circa 45 Tage hin ist, bis E8 erscheint, werde ich mir sicherlich noch was ausdenken, vielleicht so eine Art Counter, 10, 9, 8, keine Ahnung, muss ich mal schauen, solche Special-Videos zu machen, um so einzustimmen in Star Wars. Ja? Ich meine, wir leben jetzt ja in der Online, wir leben auf dem Datenhighway. Ja, 1969 als Kind wollte ich einen Datenhighway, Kiosk, mit Zuhilfenahme von Maschinen. 1979 wurde daraus eine Firma, eine analoge digitale Wandlungsfirma mit Aufzeichnung über Spielungen. Und jetzt, seit 2013, ist ja der Datenhighway Kiosk online, offline, real, virtuell. Er ist da. Der Datenhighway ist da. Wir haben jetzt eine schnelle Maschinerie durch Telekom. Ja? Wir haben ja jetzt die 100-Mbit-Geschichte hier. Wir pfeifen jetzt hier richtig auf den, wir überholen regelrecht auf dem Datenhighway und können eine Menge machen. Wie gesagt, wir helfen auch so gut wir können. Wir haben genügend Leute, die wir, also da, wo wir hinweisen können, dass dort geholfen würde, kostet oder kostet auch nicht, je nachdem, was da an Hilfe geboten werden muss. Wir sind Ansprechpartner, man kann uns ansprechen, man kann den Medienkasten ansprechen, man kann den Captain Rex ansprechen, wenn was ist. Ihr könnt, wie gesagt, im Medienhaus Foto aller Arten und euer Smartphone auslesen und so weiter. Ihr seid hier wirklich in der Industrie 4.0, ihr könnt hier wirklich auf dem Datenhighway wirklich überall faxen, Fax abrufen, E-Mails scannen, alles was ihr braucht, wirklich alles was ihr braucht. Hier ist ein reiner Bürobetrieb für euch. Ihr braucht also Schreibstube etc. pp. Und ihr seid halt in diesem Star Wars Ambiente, in dieser Star Wars Lounge, könnt ihr da verweilen, wenn ein anderer arbeiten muss und so weiter und so fort. Mehr kann man nicht anbieten. Das ist nun mal die Star Wars Show 2017, die sich jetzt so langsam verändern wird. Langsam anders. Wie gesagt, der Stammtisch bleibt. Die Figurenpreise purzeln. Wenn ihr ein paar Schnäppchen braucht, wenn ihr jemanden unbedingt, ja, bleibt ruhig. Ja, ich habe versprochen, er bleibt. Also Grievous von der Sideshow, der Original Grievous Sideshow Figur ist jemand versprochen. Also wenn er ihn haben will, ja, kommt vorbei. Würde mich freuen, nicht wahr? Fanwerk, so heißt die Gruppe, Fanwerk, kann ich auch empfehlen. Ich empfehle also die Gruppe Fanwerk, die halt den Grievous gerne haben möchten, kein Thema. Dann habe ich noch andere Kunden, die Yoda und R2-D2, also R2-D2 und so weiter auch haben möchten, weil die voll elektronisch, ja, ihr kennt ja die voll elektronischen, ich habe sie ja schon vorgestellt und dann aus der Episode 1 gibt es ja auch die kompletten voll elektronischen Qui-Gon Jinn, Darth Maul und. Ja,
Ja, kein Hobby auch, ja. So, wie gesagt, ihr merkt, wenn man so, sich so ein bisschen verabschiedet, das Jahr so langsam ausklingen lässt. Wir schreiten jetzt im November, Dezember, da ist nicht mehr viel, es sind 80 Tage, 60 Tage insgesamt, davon nur noch 45 und dann sind wir bei E8 und dann noch ein paar Tage bis Weihnachten, dann, also 10 Tage, dann ist Weihnachten und zum ersten Mal ein langes Wochenende und dann kommt Silvester auch ziemlich lang daher und dann haben wir 2018. Und dann kommt sicherlich eine neue Geschichte, komplett neue Geschichte, wenn wir Glück haben, mit einer Poststelle hier zusätzlich. Also noch roundabouter geht's gar nicht, noch lustiger geht's gar nicht, noch schöner geht's gar nicht. Für die Kunden wohlgemerkt, für die Kunden. Wir sind für die Kunden da, euer Medienkanzler ist für die Kunden da und wir wollen halt den Kunden zufriedenstellen. Wir möchten fröhliche Kunden, Hannelore Kraft, SPD, wie die Ministerin war, hat immer gefragt, warum machst du das? Da habe ich immer gesagt, ganz einfach, wenn es meinen Kunden gut geht, geht es mir auch gut, weil ich mag fröhliche Kunden, ich mag nette Kunden, ja, die auch, wie gesagt, den Service genießen, die auch gerne Service haben möchten. Und das macht so viel Spaß, deswegen wurde das ja auch ins Leben gerufen. So, auf dem Datenhighway ist klar, dann ist man ja auch online. Ich begrüße auch alle, die online sind und es macht auch tierisch viel Spaß mit denen im Club, ja, und in denen hier bei Facebook 100% Begeisterte, die begeisterten Fans, ja, also die Star Wars Fans und die begeistert sind. Diese Gruppe gibt es, weit über 900, meldet euch an, schaut es euch an, hier dürft ihr alles, hier dürft ihr auch alles erfahren. Hier gibt es so einen Spoiler-Alarm, gibt es nicht, wir wollen wissen. Wissen ist Macht und es macht auch viel Spaß im Wissen und nicht wissen macht keinen Spaß. Wer keine Informationen haben möchte, muss es sich ja auch nicht anschauen. Ne? So ist es. Ne? So, das war's. Und wie gesagt, auch jetzt hat es wieder richtig Spaß gemacht mit euch, unter euch, mit euch. Ja, muss ich einfach mal auf den Weg, auch mit den Kunden, die hier, wie gesagt, an den Computern arbeiten oder ihre Kopien machen oder halt ihre Bilder brauchen. Oder die Casting, ja, die ganzen Komparsen und die ganzen Schauspieler, die hier ihre Sachen brauchen, die dürfen wir leider nicht zeigen. Kann im Anriss vielleicht irgendwann mal hier zeigen, aber wie gesagt, das sind Aufträge. Die Aufträge sind unter Verschwiegenheit, Datenschutz, werden die nicht veröffentlicht. Der Kunde macht es höchstens selbst. Und wenn der Kunde das selbst macht, ist das natürlich bei ihm, in seinem YouTube-Kanal oder in seinem Schaufenster als Werbung zu sehen. Wir machen jetzt unsere eigene Werbung, der Medienkanzler macht seine eigene Werbung, der Captain Rex für die Star Wars Rebels macht seine eigene Werbung. Ab 2018 machen wir Specialiges unter Rubrik Ultra HD Web TV, Sondersender, Sammelfiguren und natürlich unter dem Firmennamen werden wir da einiges machen. So, meiner einer erst recht. So, und wenn er dann jemanden findet, der vor dieser laufenden Kamera wie bei QVC, ne? Bei QVC könnt ihr ja auch reinschauen, da geht es jetzt momentan auch noch ein bisschen weihnachtlich zu. Macht also auch Spaß, da wer weihnachtliche Sachen braucht. Auch hier wurden schon einige weihnachtliche Dekorationen hingestellt. Der Weihnachtsmann schaut mich also auch gerade an. Neben Darth Vader, ne? Ich hatte mir an sich ausgedacht, den Darth Vader als Weihnachtsmann hinzustellen, aber ich weiß nicht. Es gibt ihn als Weihnachtsmann, aber die Nachfrage war halt noch nicht da. So, hier die Dortmunder Star Wars Gilde, die Dortmunder Star Wars Freunde, den eingetragenen Verein, der war auch beim BDR in Köln zu Gast. Da wurde dann mein Verein, wurde dann da gedreht, könnt ihr euch also auch anschauen. Und wenn der Dortmunder Verein, Star Wars Verein, das freigibt, könnt ihr das natürlich auch bei YouTube sehen, ist klar. Ansonsten suchen wir es raus und zeigen es euch, kein Thema. So, ich bedanke mich total recht herzlich, dass der Dortmunder Verein auch hier war. Ja, ich bedanke mich total recht herzlich an der DC-Gruppe, die auch da war. Also ich bedanke mich an allen Kunden, die da waren, alle Kunden, denen wir helfen konnten. Und vor allen Dingen versuchen wir dieser Kundin zu helfen, die halt in dieser Stromfalle ist. Wir haben hier einige, denen wir helfen, indem wir sagen, da, der Rechtsanwalt hat gerade Zeit oder Volks... oder, ne, ihr wisst schon, da, wo man hingehen muss,
um sich rechtlich beraten zu lassen. Wir suchen euch den raus im Nahkreis. Wenn der Kapazitäten frei hat, kann man dann da hingehen und sich dann dort beraten lassen. So, das macht der Medienkanzler, das macht auch der Rebel hier. Der Captain Rex, und wie ihr seht, ist schon weg. Ist auch nicht mehr da. Es ist nur noch Obi-Wan Kenobi da. Aus der 30 Jahre Star Wars Kabuki. Ne? Ja. Dann haben wir noch, wie gesagt, die japanischen Originalen, die können wir nicht so günstig anbieten, das geht nicht. Diesen Death Trooper haben wir schon bauen lassen, der liegt hier drin, wird demnächst auch nochmal vorgeführt. Wir lassen auch gerade den Scarif bauen von Bandai, um zu zeigen, wie einfach das ist, wie einfach dieser zusammengebaut werden kann. Wie gesagt, es geht hier um Geschenke. An sich sollte das immer nur Weihnachten aufgebaut werden, aber wegen 40 Jahre Star Wars habe ich gesagt, komm, da wird eine Kulisse, lass uns darin arbeiten, lass uns die Star Wars Show Deutsch machen. Und wer mitmacht, ist herzlich willkommen. Und wer nicht mitmacht, ist herzlich willkommen, sich die Sendung anzuschauen. So, das war's. Danke mich, macht's gut. Bis demnächst. Ich hoffe, ihr habt eine tolle Zeit, vor allen Dingen jetzt eine tolle Winterzeit. Die Uhren wurden ja umgestellt, ne? Zurück. Jedes Jahr gibt es da Diskussionen. Wir haben keine Lust darauf, irgendwelche Diskussionen zu führen. Wir sind dagegen. Man könnte die Sommerzeit durchlaufen lassen oder die normale Zeit durchlaufen lassen. Aber das ist EU, da sagen wir nichts zu. Failed me for the last time.